Hallo Freunde und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute wieder ein Versuch. Wir wollen so Pizzastangen machen. Nicht Pizzaschnecken, sondern so gedrehte Fingerfood-Stangen mit Pizzageschmack. Wir waren auf dem Markt und das Wetter war schlecht. Wir hatten nicht so viel Zulauf an unserem Stand, wo wir ja immer Flammkuchen verschenken. Vielleicht habt ihr mich ja schon mal gesehen auf dem Markt, keine Ahnung. Und da ist uns dieser Teig übergeblieben. Der ist jetzt 2 Tage alt, also so richtig schön durchgezogener, toller Pizzateig. Das Rezept werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Das ist nämlich auch ein perfekter Pizzateig. Wie gesagt, wir machen aus diesem Pizzateig auf unserem Markt immer Flammkuchen. Gut, und den werden wir jetzt verarbeiten zu Pizzastangen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch unten. So Freunde, das war jetzt unsere Pizzasoße mit dem Pizzablitz von Edelschmaus. Ein bisschen Chili habe ich mit drin, Salz, Pfeffer, nochmal einen Teelöffel Oregano extra und viel Tomatenmark. Das mache ich da rein, damit mir das nicht an der Seite rausläuft, damit diese Soße etwas dicker wird. Und durch diese getrockneten Gewürze, Kräuter, dickt das jetzt nochmal ein bisschen an, wenn wir das jetzt ein paar Minuten stehen lassen. Probieren müssen wir es natürlich noch. Ja, schmeckt toll nach Pizza. Gut, weiter, wir brauchen noch einen Schinken. So Freunde, das sollte schon gewesen sein an Zutaten. Eine einfache Geschichte, Käse und Tomatenkäse, Schinken. Wenig Schinken wurde gewünscht und den Parmesan, den tue ich nochmal extra drauf, weil der so schön kräftig ist. Genau wie den Emmentaler. Normalerweise, wenn wir Pizza machen, nehmen wir ja Mozzarella oder überwiegend Mozzarella. Der zieht sich auch so schön hier auf diesen Schnecken bzw. auf diesen Knusperstangen. Da möchte ich lieber einen herzhaften Emmentaler nehmen. Gut, jetzt kommen wir zum Ausrollen von dem Teig. Wir benutzen tatsächlich mal unsere Teigmatte. Ja, das ist ziemlich dünn. So, ihr habt es gesehen, das ist ein bisschen fummelig. Wenn man die zweite Hälfte von dem Teig hochzieht, dann zieht er sich so ein bisschen. Aber das ist gar nicht so verkehrt. Dann wird er noch dünner. Und wir wollen ja auch ein bisschen was von dem Inhalt schmecken, von unserem Käse, Schinken und Tomate. Da ist es eigentlich recht gut, dass der sich so zieht und eine dünne Schicht jetzt oben drauf kommt. Jetzt werden wir die in Streifen schneiden und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich lange... Ich nehme die kurze Seite. Das wird einfach, ja, einfacher zu essen, glaube ich. Gehen wir wieder runter und was ich jetzt noch mache, deswegen habe ich euch mit hochgeholt, wir werden den Backofen schon mal vorheizen. Einmal von der Seite. So, hier mit hochheben und einmal von der Seite. So. So schaut das besser aus. So, das war jetzt doch schwerer, als ich gedacht habe mit dem Eindrehen. Also so einfach ist das doch nicht, weil das ja doch ein bisschen festklebt unten an der Teigmatte. Wir werden gleich die zweite Portion dann nochmal versuchen, ob das vielleicht mit der anderen Technik besser geht. Aber jetzt kommen die erstmal in den Backofen und das ist der Einschubschiene, vorgeheizte 240 Grad, Ober- und Unterhitze. Und auf das Ergebnis bin ich schon richtig gespannt.
So, rein im Backofen. Wenn die dann aus dem Backofen rauskommen, dann seid ihr natürlich wieder live dabei. Bis gleich. Und ihr habt es gesehen, Übung macht den Meister. Jetzt sehen sie so aus, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Die bebindeln sie mal jetzt auch mit Olivenöl. Und die anderen, die sehen schon fertig aus. Nicht gut, aber fertig. Auf die bin ich gespannt. So, holen wir mal die ersten raus. Aber da lasse ich euch nur einen kleinen Blick drauf werfen. Die sind wirklich nicht so schön geworden. So, die zweite Portion jetzt auch drin und ihr habt es gesehen, das geht deutlich besser, wenn ich das einfach auf der Arbeitsfläche mache, die ich gut bemehlt habe, dann rüberklappen und die Ränder beim Formdrehen nochmal so ein bisschen zumachen, dass es nicht gleich aufgeht. Das darf schon aufgehen, sieht bestimmt recht gut aus, wenn das da rauskommt, aber dass das nicht so aufklappt und das mit dem Mehl verhindert das Ankleben, also das war schon deutlich besser. Übung macht den Meister, so wie im Leben auch. Die zweiten, die sollten richtig, richtig hübsch werden, glaube ich. Die schauen wir uns jetzt noch mal kurz an und dann werden wir es mal probieren. Also ob das jetzt gut gewickelt ist oder nicht so schön gewickelt ist, schmecken sollen sie eigentlich beide. Also so schlecht schauen die gar nicht aus. Mit dem Probieren, da warten wir noch. Die sind sowas vom Bock heiß und das soll ja ein Fingerfood sein und die kannst du gar nicht anfassen. Ich nehme die jetzt von dem Stein runter, knusprig genug sind sie und so schlecht schauen sie auch gar nicht auf und leg die auf den Kuchengitter und dann sehen wir uns in 10 Minuten wieder, wenn die rauskommen und wir die probieren können. Was ich euch noch schnell zeigen möchte, ich habe leider bei der Reinigung selber die Kamera nicht mitlaufen lassen, aber ich habe ja auch schon ein Video dazu veröffentlicht. Die Reinigung, ruckzuck. Ihr habt es gesehen, wie das alles runtergelaufen war, der Käse, die Tomatensauce. Nur mit Wasser und so ein Reinigungsschwämmchen ist das alles wieder weg. Jetzt werfen wir doch nochmal zwischendurch einen Blick in den Backofen, weil jetzt bin ich schon fast begeistert. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. So Freunde, wir können die Pizzastangen jetzt anfassen. Sie sind soweit abgekühlt. Die schöneren, die dauern noch. Ich schätze mal so 5 Minuten. Davon mache ich euch dann ein schönes Bild. Und die werden wir jetzt hier mal zusammen probieren. Schön knusprig. Ja. Wie ein Semmel mit Pizzageschmack. Also ich finde sie toll. Und so als zwischendurch, als Snack. Ich werde mir heute Abend ein paar mit zur Arbeit nehmen. Die kann man so wunderbar zur Brotzeit wegfuttern. So, das war's. Wie gesagt, ich mache euch von der besseren Variante mache ich euch noch ein schönes Foto. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Auch bei dieser schnellen Geschichte. Resteverarbeitung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn wir solche so Versuche machen oder irgendwelche Spielereien auf dem Stein. Macht einfach viel Spaß und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen. Macht es gut. Ciao. So Freunde, ich muss mich tatsächlich nochmal zurückmelden. So sollte das ausschauen. So hatte ich das eigentlich im Kopf. Die schauen wir uns mal genauer an. Heiß.
So, Freunde, ihr seht das Grinsen schon, ich freue mich. Das, genau so sollte das sein. Und die sind jetzt auch nicht, die anderen waren knuspriger, das ist auch in Ordnung, okay? Also, der Sohn sagt, das waren schöne Knusperstangen. Die hier sind jetzt so etwas weicher, so wie ich sie eigentlich mag. Ich brauche die Pizza ja auch nicht zu knusprig. Ein bisschen so ein leichtes Kick darf er haben. Und das finde ich jetzt gut. Und ich denke, dass die mit der Füllung, die haben ja jetzt mehr Füllung als die ersten, dass die nochmal besser schmecken werden. Und halt, ganz klar die zweite Variante. Mehr Füllung, von beiden Seiten die Füllung einklappen, dann so schön eindrehen und dann schmecken die richtig, richtig lecker. Schön fluffig sind sie auch, der Teig ist nochmal aufgegangen, das ging bei der ersten Variante ja gar nicht, der war ja total verschmiert und ja, von Käse eingedrückt und versüfft, kann man das so sagen, ja, darf man so sagen. Zuerst habe ich gedacht, ich lasse diesen Part von der ersten Charge, die wir gebacken haben, den schneide ich einfach raus. Aber ich denke, ich lasse das mal so drinnen, dann kann man auch mal sehen, wie man es nicht machen soll. Gut, wir lassen uns das jetzt schmecken. Ein tolles Bild oder ein schönes Bild mache ich euch noch. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr wieder dabei sein wollt, wenn wir irgendwelche Geschichten auf der Stoneware machen oder Versuche in der Küche unternehmen, und ihr möchtet das nicht verpassen, dann abonniert doch meinen Kanal. Ist absolut kostenlos und ihr seid wieder mit dabei, wenn es heißt Versuche aus der Küche. Macht es gut. Ciao.